Wieder Hannelore Drees von der Hobbykompanie aus Quickborn. Und ja, es ist fast Oktober, das heißt, es ist bald Halloween. Und da möchte ich euch doch noch mal ein Stempelset vorstellen. Und zwar nennt sich das Aus dem Häuschen. Enthält nicht nur Sachen für Halloween, du kannst es halt auch für Weihnachten verwenden, für Winter. Das ist ein ganz tolles Teil. Und dazu gibt es auch Framelits, also die Teile zum Ausstanzen, die du dann mit der Big Shot arbeiten kannst. Und ja, ich zeige dir einfach mal, wie ich so eine kleine Karte damit gearbeitet habe. Und los geht's. Also verwendet habe ich dieses lange Häuschen hier. Und zwar, das sind Klarsichtstempel. Also du kannst wunderbar auch durchgucken, wobei das jetzt hier so gar nicht so die Rolle spielt. Und ich brauche einen schwarzen Farbkarton, mein Versamark-Stempelkissen. Nicht zu doll in das Stempelkissen reindrücken. Dann hast du überall in den Zwischenräumen die Stempelfarbe und da können wir sie gar nicht gebrauchen. Klarsichtstempel immer eine Matte unterlegen. Ich muss mich auch dran gewöhnen. Aber die Abdrücke werden einfach schöner. So, gut aufdrücken. Und du siehst nichts, weil Versamark hat ja keine Farbe. Es ist wie ein Fettfilm, also wie ein Wasserzeichen. So, du brauchst dringend einen Bogen Papier, den du in der Mitte faltest. Und jetzt benutze ich hier unser Embossing-Pulver und zwar in Weiß. Und das streue ich jetzt ganz großzügig, wirklich großzügig. Und wenn du das ganze Teil darüber streust, lieber zu viel als zu wenig. Ich kippe den Rest jetzt zurück, klopfe nochmal gut drauf und habe jetzt meinen tollen Abdruck. Und erstmal kippe ich jetzt hier das Ganze wieder zurück. Darum habe ich diese kleine Falz da drin. Und so kann ich auch wirklich fast alles wieder zurückgeben. Bisschen gekleckert. Okay, und dann kommt unser Heißluftgerät zum Einsatz. Das ist also kein Föhn, sondern das ist ein Heißluftgerät. Also bitte nicht vorne anfassen. Das wird doch sehr heiß und damit verschmilzt jetzt das Versamark mit dem Embossingpulver. Okay, und so sieht dann das fertige Häuschen aus. Da kann ich also auch drauf fassen. Das ist alles so in Ordnung. Solltest du das einfach nur mal ausprobieren wollen und möchtest dir nicht gleich so ein Heißluftgerät kaufen, dann kannst du es auch über einem Toaster ausprobieren. Aber ich sage immer, das ist wirklich nur mal, wenn ich das nur mal machen möchte. Bitte nicht das Papier in den Toaster stecken, sondern also nicht, dass du das irgendwo anfasst. Du musst ein großes Papier haben, was du dann über den Toaster hältst, so in Höhe des Brötchenrostes. Und dann kannst du sehen, wie die Farbe mit dem Pulver verschmilzt. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur, wenn du es mal machst. Ansonsten, wenn dir das Spaß bringt, leg dir lieber so ein Gerät zu. Es ist sicherer für deine Finger auch. Und so sieht jetzt das fertige Häuschen aus. Also ich habe es hier auch schon mit den Framelits ausgestanzt, einfach durch die Big Shot geschoben und fertig ist das Teil. Dann habe ich hier mein Flüsterweiß in 8,5 mal 8,5, weil ich mache nur so eine kleine Karte. Hier habe ich jetzt zwei Abstandspads drauf und klebe mir jetzt dieses kleine Häuschen hier drauf. So, und nun kommen hier die kleinen Teile und die sind wirklich total süß und knuffig. Also wirklich, ich habe hier schon für Weihnachten den Weihnachtsmann mit dem Rentierschlitten. Ich habe hier so einen kleinen Kranz. Ich habe einen Tannenbaum, hier so eine Leuchte. Also total süß. Und für Halloween oder für den Herbst habe ich natürlich auch einiges. Und zwar zum einen hier dieses kleine Gespenst. Ich muss es mal suchen. Hier unten ist es. Es ist wirklich winzig klein. Das kommt hier auf unseren Acrylblock und dann nehme ich dazu
einmal unser Memento, das ist schwarze Stempelfarbe. Und jetzt kann man es auch ganz gut erkennen. Und jetzt kommt es einmal zum Beispiel dahin und einmal dahin. Gut, dann habe ich natürlich hier unser Schrubbkissen stehen, wo ich ja, mein Stempel gleich wieder reinigen kann. Da habe ich unser Spray drauf. So, und das kommt wieder da rein. Als nächstes nehme ich mir hier die Fledermäuse und du wirst sie auch gleich sehen können. Da sind sie total süß und die kommen jetzt einmal dahin und einmal dahin. Ach, guck mal, sind die nicht total knuffig? Ich finde die so süß. Okay, auch wieder sauber machen. So, dann habe ich noch so kleine Blätter und ich habe noch so einen kleinen Kürbis. Ja, und das kommt jetzt alles auch noch da drauf. Dazu brauche ich dann eine andere Farbe. So, und so sieht jetzt mein fertiges Teil aus. Hier habe ich noch verschiedene Blätter mit drauf. Schönes Halloween, dann diesen kleinen Kürbis und vor allen Dingen diese super schöne kleine Spinne hier mit dem Spinnenweben. Dann habe ich mir zurechtgeschnitten in unserem tollen Brombeermousse eine Klappkarte. Und dazu gibt es dann noch ein Designerpapier als Untergrund und das Ganze füge ich zusammen und dabei kommt dann diese Karte raus. Also ganz schnell gemacht, ganz simpel. Du kannst sie natürlich auch ganz anders anordnen. Was ich dir aber unbedingt auch noch zeigen möchte, das sind nochmal die Framelits. Mancher sagt dann auch, was soll ich jetzt damit? Das sind ja einfache Formen. Aber ich zeige dir hier nochmal das Haus. Du kannst dann natürlich auch noch ganz andere Sachen mitmachen. Ich habe das Haus hier mal in Blau ausgeschnitten. Und wenn ich jetzt hier einfach den Schornstein abtrenne, dann habe ich zum Beispiel einen Pfeil und kann etwas drauf stempeln, kann das für alle möglichen Sachen verwenden. Also sehr vielseitig einsetzbar. Auch hier, das ist ja jetzt eigentlich, das ist dieses Teil, gar nicht mehr so wie ein Haus, sondern du kannst das ebenfalls als Anhänger verwenden, als Pfeil verwenden, was dir auch immer dazu einfällt. Und genauso ist es mit diesem Haus. Wenn ich den, du kannst es entweder so als Anhänger verwenden oder du schneidest dir den Schornstein ab, machst ein kleines Loch rein und schon hast du auch da einen kleinen Anhänger. Also die Framelits sind vielseitig einsetzbar und nicht zu unterschätzen. Ja, und das war es auch schon hier mit meiner kleinen Karte zum Halloween. Vielleicht hast du Lust, sie nachzumachen. Es ist ganz einfach und bringt total viel Spaß. Also, das war's. Tschüss aus Quickborn. Deine Hannelore Drees.